Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Madison. So, ich habe ja keine Ahnung, was ich jetzt hier noch machen soll. Bin ja letzte Folge dabei stehen geblieben, dass ich keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen auf den Dachboden nochmal in den Wandschrank. Also wir müssen nochmal die Sachen inspizieren, die uns jetzt zur Verfügung bleiben. Im Wandschrank. Vielleicht ist da eine lose Diele oder wir können da nochmal ein Foto machen und kriegen dadurch einen Hinweis. Das sind so meine Grundgedanken. Das Schloss an diesem komischen Dachrundlauf will ich mir nochmal angucken da. Und vielleicht habe ich da irgendwo einen Hinweis, wo ich denn das, die Zahlenkombi finde. Ja, mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Ich habe einen Stein, den ich nicht verwenden kann. Ich habe eine Crowbar und eine Kneifzange gefunden, die ich jetzt nicht weiter verwenden kann. Also es bleiben mir halt nur die Sachen. Und ich denke, das ist keine gute Idee, hier reinzugehen. Ich da richtig Bammel, dass hier dieser Psycho wieder drin ist. Oder dass die mir hier die Tür zumachen und ich komme hier nicht mehr raus. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein paar Bilder ohne Decke. Cool. Hier ist halt gar nichts drin, ne? Das war jetzt auch nur der Boden. Kein Hinweis. Da ist noch eine rote Karte. Ach, dafür der Wandschrank. Cool. Gut, diese Spur führte ins Nix, aber wir haben zumindest eine rote Karte gefunden. Ist immerhin etwas. Mal ein bisschen kleines Erfolgserlebnis hier wieder gehabt. Können wir eigentlich auch schon wieder runtergehen, ne? Also der Wandschrank war jetzt noch so eine kleine Hoffnung, die ich hatte. So ein kleiner Hoffnungsschimmer. Was haben wir noch? Wir haben die verschlossenen Türen. Da kommen wir nicht rein. Wir brauchen einen Schlüssel. Den Schlüssel haben wir, kriegen wir... Weiß ich nicht. Wir haben diesen komischen Stein. Ich kann halt mit diesem Stein auch nichts anfangen, ne? Also den müssen wir... Würde ich jetzt behaupten, irgendwo reinsetzen, aber ist halt nicht wo. Hier steht halt auch gar nichts drauf. Ich denke mal, wenn wir es sehen, dann werden wir es wissen. Aber aktuell hilft mir das nicht weiter. So, hier drinnen haben wir alles inspiziert, was... Also eigentlich die Räume, die offen sind, wo wir keine Quest haben, wo ich die ganze Zeit suche, ob wir irgendwas finden, um eine Quest weiterzumachen. Da ist ja halt nix, ne? Der ist immer noch kaputt. So, diese ganzen Dinger haben wir schon angeguckt. Da war auch nix da drin, oder? Hier drinnen war auch nichts weiter, ne? Wir haben da noch die Notfalllampe. Nee. Keine Chance. Hier ist empty. So, da können wir von der Seite sowieso nicht durchgucken. Hier kriegen wir auch nichts mehr. Wir haben die Kreissäge, in der können wir nichts reinlegen. Das haben wir uns angeguckt. Da haben wir durchgelunzt. Hier können wir nichts raufpacken. Wir können halt dieses dämliche Buch nehmen, aber muss ich denn da eine Seite auswählen? Kann ich gar nicht. Kann ich die Seiten drehen? Nee, auch nicht. Kann nur das Buch drehen. Madison Hale. Oh. Schön. Dann haben wir noch dieses komische Zahlenschloss hier. Ich habe ja auch schon alles Mögliche da eingegeben, ne?
Sind das die möglichen Ko- Ich kann doch nicht hier alles eintippen, oder was? 5678 0229 4238. Das Spiel ist ja witzig. Ist das ein... 1? Ist das eine 1? Das Drehen hier, ne? So, ne, andersrum. Ja, jetzt haben wir es halt auf der Seite. Minus 1. Minus 1. Oh, was steht denn da? Könnte das 1, 2, 5, 8 sein? Der minus 1, also 1, 2, 5, 7 vielleicht? 1. Zwei. Fünf. Sieben. Ich weiß halt hier auch immer nicht, ob die Zahlen richtig sitzen. Und wenn wir denn doch die acht nehmen? Nee. Minus 1. Oder irgendwas von hier. Aber das ist so viel. Das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Also hier alles durchzuprobieren. 0229 0229 8 wegen minus 1 9. Nee. Wir testen einfach mal. Dann haben wir noch 5678 5 6. Das sitzt doch hier alles nicht gerade, oder? 7. Das sitzt auch nicht gerade. Können nur die richtigen Zahlen richtig sitzen? Alles minus 1? Also wäre das 0148? 0? 1? 4? 8? Nee, 7. Auch nicht. Oh, wir haben hier so viele Möglichkeiten, ne? 7118 4223. Kommt mir davon irgendwas vielleicht bekannt vor? 1982. Da ist so ein bisschen verschwommen hier, diese 2590. Wären 2589, ja? Zwei? 5 8 9 9 0 Ja, die jetzt alle auszuprobieren, das ist ja ein bisschen... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt hier die Lösung ist. Dass man sich da durchtestet. Oder das sind alles Zahlen, die nicht gehen? Das macht ja auch keinen Sinn, ne?
7118, das hat 1982. Oh Gott. 5670? Da steht ja überall was drauf. 5, 6, 7, 0. Ja, 0 haben wir ja schon. Auch nicht. Also 5, 6, 7, 0 ist es nicht. Wir haben jetzt auch nicht mehr viele Möglichkeiten hier von der... Minus 1. Warum minus 1? Warte mal ab, ich hätte die ursprüngliche Zahlenkombination einfach nur minus 1 nehmen müssen. Und dann wäre das Ding offen. Und jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr, was hatte ich denn da, ne? Als ich das Ding gefunden habe. So, wir versuchen das nochmal. 5. Nö. Es ist immer noch verschlossen. Nimm die Crowbar. Ja. Gut, dann komme ich hier nicht weiter. Vielleicht nochmal in den Keller? Aber das macht doch keinen Sinn. Hier vielleicht, dass wir hier jetzt weiterkommen? I won't be able to go back. Hm. Haben wir hier vielleicht noch so ein rotes Foto? Irgendwo versteckt? Nee, ne? Sieht aktuell nicht so aus. Kann mich natürlich auch täuschen, aber... Nee, hier haben wir nichts. Vielleicht hinter der Tür? Auch nicht. Ach, Mann, oh Mann. Und hier haben wir diese Kreissäge, aber da kann ich nichts reinpacken. Müssen wir den Keller nochmal versuchen. Gehen wir da nochmal runter, nochmal durch die rote Tür und gucken mal, was passiert. Weil ich komme in keinen einzigen neuen Raum rein. Also ich habe jetzt das hier. Ich habe das jetzt Hinweis auch gekriegt. Aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Außer halt die letzten beiden Opfergaben. Die rostigen Dings hier, was ich im Safe gepackt habe. Können die darauf? Ey, wenn ich die darauf packen kann, bin ich der King. Warte mal. Wir wollen taken. Nein, nein, ja, nein, ja. Wieder Rissschrott. Warte, wir wollen auch noch storen. Nein, 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 nein. Achso, die weiße Kassette ist ja noch im Kassettenrekorder. Hallo? Muss das sein? Warte mal, wir haben doch noch diese komischen beiden Schachteln, ne? Aha! Na, schau mal einer an. Und da fängt sie an zu bluten. Die alte Schrapnelle. So. I think I should open it first. Was sollen wir erst öffnen? I think I should open it first. Nee. Ja, aber ich kann es ja nicht öffnen.
Römische Zahlen auf dem Kopf. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4. Madison, 1, 2, 3, 4. Nee. Das wäre doch Verarschung. Da habe ich doch bestimmt schon eingegeben. 1, 2, 3. Nee, das ist nicht. Hey, ich kann es doch nicht öffnen. Also ich kann 1, 2, 3, 4 lesen. Und Madison. 1, 2, 3, 4. Aber wofür ist das gut? Einen roten Safe? I think I should open it first. Ja. Wie? I think I should open it first. Was soll ich öffnen? Die Truller? Ich kann die Box nicht öffnen. Ah! Uno momento! Na sicher, wir haben noch die Kreissäge. Die kriegt doch so eine blöde, verrottete. Ah! Cool! Drogenpäckchen, habe ich mir gedacht. Hä? Achso, Interact. These must be Madison's victims. Jo. Was hat mir das jetzt gebracht? Ein paar Körperteile, die ich sehen konnte. Quasi. Auf Polaroid. Wenn man... Ich dachte gerade, der Raum wäre weg. Cool, jetzt habe ich es geöffnet. Hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Hier, bitteschön, packt das darauf. Ja, die Körperteile habe ich selber live und in Farbe gesehen, ja. Und so fügt sich alles zusammen. Das könnte jetzt ziemlich scheiße für mich ausgehen hier. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben hier 4 Opfergaben. Die haben wir jetzt platziert, ne? Ist das die Luke, die so pollert? Also wir haben die 4 Opfergaben platziert und... Moment, Mann, ich rede! So was Unhöfliches. Und wir sind jetzt hier eingesperrt. So, alles blutet, ne? Soweit sind wir auch schon. Das Buch, da können wir jetzt nichts weiter mitmachen. Ja, ich komme ja schon... Mei, oh mei, du hast aber auch keine Ruhe weg, ne? Ich muss die 4 Digits to open this door. They must be somewhere. Waren die Zahlen hier schon vorher? Okay, also er will, dass ich die... Die müssen irgendwo sein, ja? Und wir haben hier jetzt einen Arsch voll Zahlen, die waren doch vorher nicht da. Das ist ja witzig. Woher soll ich denn jetzt wissen, welche Zahlenreihenfolge? Das ist doch alles hier querbeet, oder nicht? ...0178 vielleicht? 1456? Warte mal. 1... ...4... So ein hoffnungsvolles Klopfen da hinter der Tür. Nee. Das war's nicht. Gut, jetzt will er von mir den Zahlencode haben und ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich den herkriege. 70, 57, 18, 97.
meine, da klopft was hinter der Tür. Natürlich mache ich die Tür auf. Ich suche jetzt einfach, ne? So, 18. 97. Ja, aber es... Aber wo? Oh, das klopft jetzt die ganze Zeit hier. Die Tür ist wieder offen. Cool. Aber wir haben jetzt hier überall diese Zahlen an der Wand. Nebenan auch. Ja gut, da war eh voll gekrickelt. 7196. 0187. 7996. Ich hätte ja echt gedacht, das ist hier dieses komische 1968. Aber das steht auch nicht an der Wand, ne? 7196. Ich probiere das einfach mal. So, bleibt mir eh nichts anderes übrig. 7 1896. Ne, warte mal. 7896. 8, 9. Nö. Irgendein Hinweis? 7996. Vielleicht außerhalb des Raumes? Wir haben hier ein neues Tape. Und einen Arsch voll Kakerlaken. Wer klopft da an der Türe? Wer möge das wohl sein? John, I must stress to you how dangerous these demons really are. Mhm. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. Mhm. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. They entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's impossible to stop. They play with our bodies and minds until they find what they were looking for. Is attached to the camera. No longer human. Attached to me? Beyond everything we know. John, I implore she's you. She's no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about. Das überrascht dich noch? Madison Hale. And I'll get back to you as soon as I find something. Keep all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message. But please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are in jeopardy. Chanel. Hmm. What have I done? Okay, wir haben auf jeden Fall die Kamera gekriegt, die wir nicht kriegen sollten. I need to find a way to end this. Ja, das hast du schon öfter gesagt. Und du bist ganz überrascht, dass die alte Oma kein Mensch ist. Also, wie kann man da noch überrascht sein? My body burns. Horns? Tinnitus. So, Krickel, Krackel, was können wir machen? I think I've seen something like this in the house. Echt? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Hörner? Und wir haben das im Haus gesehen? Wo soll ich denn sowas gesehen haben? Hörner, wir haben... Oh, Affe. Wir haben Hörner gesehen, sagt er. Ich kann mich da nicht dran erinnern, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wir haben sowas im Haus gesehen. In diesem komischen Zwischenraum hier, irgendwie an eine Wand gemalt. Kann das sein? Der hier?
Wer klopft da an der Türe? Wer möge das wohl sein? Das überlass mal bitte mir, ob die Tür offen oder zu bleibt, jo. Hörner. Ich habe hier keine Hörner gesehen. Habe ich hier Hörner gesehen? Aber wenn ja, wo? Da, wo er klopft vielleicht? Muss ich da nochmal rein? Könntest du ja ausprobieren, ne? Was kostet die Welt? Wir gehen gucken. So. Klopf, klopf. Haben wir hier Hörner? Wir haben vier blutende Marias, aber... keine Hörner. Wer klopft da an der Türe? Wer möge das wohl sein? Es ist wohl der kleine Dämon, das dumme kleine Schwein. Ich suche jetzt Hörner. Irgendwo im Haus. Und wenn ich sie gefunden habe, treib ich den Dämon aus. Ah, Hörner. Ja, ja, Geweih. Oh, um Gottes Willen. Es passiert mir immer wieder, ne? So, was hast du denn hier Schönes für mich? No, no, no. No, not again. No, fuck. No. I can't feel my fingers. Nicht so eine böse Wörter, ja? What is happening to my body? Das nennt sich Pubertät, Kollege. I don't know what this could mean. There was a red light, but everything was dark. Ein rotes Licht, aber alles andere war dunkel. Dem gehen wir auf die Spur. Das rote Licht würde mir jetzt nur einfallen, die rote Lampe, hier diese Notfallbeleuchtung an der Uhr hinten am Office. Wäre eine Möglichkeit, muss aber nicht sein. Lampe. Aber alles andere war dunkel. Es passt auf jeden Fall zu der Ecke. Außer die Lampe ist gar nicht an. Wir haben ja noch ein paar Lampen, ne? Rote. Wir hatten noch, soweit ich weiß, wir haben ja noch eine rote Lampe gehabt, die war gar nicht an. Wir haben mehrere rote Lampen, die nicht an waren. That piano was blocking the front door. Eine rote Lampe. Keller, Dachboden. Dachboden war nix rot. Eine rote Lampe. War auf dem Dachboden eine rote Lampe? Nee, ne? So, wir haben hier weißes Licht, da unten. Wir können ja mal hier einfach gucken gehen, da drauf geschissen ist. Oh Gott. Alter Schwede. So, jetzt quetschen wir uns hier noch einmal durch. Alles andere war dunkel. Da ist ja auch eine dunkle Ecke. Also, dieses, wo es um die Ecke geht. Ne? Die Ecke ist ja dunkel. Aber ein rotes Licht. Hier ist die Neonröhre. Hier ist halt dunkel, aber kein rotes Licht. Und hier ist ja nur der Kellerraum. Hier ist auch kein rotes Licht. Crowbar, ja, die haben wir ja schon. Gut. Rotes Licht, alles andere ist dunkel. Oh,
Auf dem Dachboden, das war auch ein weißes Licht in dem Wandschrank, ne? Nee. Wir gehen nochmal zum Dachboden, weil der gleich um die Ecke ist. Und dann gehen wir einmal zurück und gucken mal, ob da eine rote Lampe ist. Hinter den Bricks? Da ist ja auch nicht so hell, ne? Ich bin hier richtig? I guess. Ein rotes Licht. Wir haben hier haben wir die Kanister. Eine leere Kommode. Aber hier ist gar kein rotes Licht, ne? Hier ist auch kein rotes Licht. Alles andere war dunkel. Hätte jetzt hierzu gepasst. Hier war ja auch ein bisschen Interaktion. Aber wir haben kein rotes Licht. Gut, dann würde ich jetzt noch einmal zum Anfang stratzen, ob da irgendwo ein rotes Licht war. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Also das einzige rote Licht, was mir einfällt, ist das da hinten. Da ist es dunkel. Es wäre jetzt auf dem Weg gewesen, quasi, wenn wir weitergezogen wären. Aber ich kann mich sonst nicht an ein rotes Licht erinnern. Halt das da, aber das nicht an. Hier ist ja auch hell drin. Bumm. Bumm. Ist auch nicht. Und hier ist gar keine rote Lampe drin, ne? Oh Gottes Willen. Also der Dämon wird auf jeden Fall stärker durch eure Angst. Wärt ihr so furchtlos wie ich, dann hätten wir hier voll Ruhe. Ich wäre wahrscheinlich schon tot. Ein rotes Licht. Und was macht das rote Licht? Es leuchtet rot. Kannst du mir nochmal vorsagen, was dir da durch den Kopf schwirrte, als du das gesehen hast hier? Nee, kannst du nicht. Okay, ein rotes Licht. Alles drumherum, also es war alles dunkel und da war ein rotes Licht. Aber er weiß nichts damit anzufangen. So genauso weit wie ich, ne? Okay, ich latsch da jetzt nochmal hin. Bleibt mir nichts anderes übrig, also... Ich habe keine Ahnung, wo ich sonst hin soll. Das ist das einzige rote Licht, was wir hier eigentlich aktuell haben. I guess. Eigelb. Ei. Das finde ich ist auch mal eine gute Möglichkeit, irgendwie die Wohnung einzurichten, weil es so platzsparend ist. Ne? Da oben kannst du sitzen und hier hast du nur ordentlich Platz, um den Kammerjäger zu holen. Das bringt nichts. Angst, dass mir das auf den Kopf fällt. Also er ist wesentlich aktiver. Hier haben wir das rote Licht und wir haben hier kaum Licht. Es ist alles dunkel. Wir haben diese komische Kuckucksuhr hier, aber die können wir nicht aufmachen. Hier irgendwas auf dem Boden, dass ich das vielleicht noch nicht gesehen habe. Das ist halt nur die Videokassette, ne? Und die kann ich auch nicht nehmen. Ventilator ging an.
Soll ich hier rein? Aber warum? Ach, die Lampe. Aber was soll ich hier machen, wenn es hier ist? Warte mal, bei den Hörnern hatten wir ganz viele Fotos, ne? Da waren Fotos und Kakerlaken und hier ist ja gar nichts. Wir haben hier weder Kakerlaken, noch haben wir irgendwelche Fotos hier rumliegen. Soll heißen, dass ich denke, dass die rote Lampe damit gar nicht gemeint ist. Obwohl es passen würde, ne? Ich kann hier halt nichts sehen. Ist nix. Ich meine, gut, das Sofa schwebt, aber... Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht an der roten Lampe. Vielleicht ist es ja was hier, weil hier haben wir doch Kakerlaken und Bilder. Die waren für das Ding, ne? Und sonst haben wir nur dieses komische Foto. Und das Datum hatte ich schon eingegeben, 1968. 1967. Wir können es ja mal ausprobieren. 1967, 68 tippen wir noch ein da in dieses komische Schloss. Und wenn es das nicht ist, dann muss ich nächstes Mal weiter rätseln, gehe ich mal von aus. Ist das ein Tipp, dass ich hochgehen soll? Aber da ist kein rotes Licht. ...1968, das muss ich mir auf jeden Fall erstmal merken. Hier ist keine rote Lampe. Nee, das war nur Interaktion, glaube ich. Ich glaube, das war kein Tipp, wo ich hingehen soll. Das war nur, um mich kirre zu machen. Also 1986, das wäre jetzt der einzige Indiz, den wir da hinten an diesem komischen Dings jetzt gefunden haben. Nee, 1968 oder 67. Wir hatten jetzt die Hörner, wir waren bei der roten Lampe, ist die einzige hier, mit der wir aber nichts anfangen können. Mann. Was ist mit der Tür los? Aber ich kann halt mit dieser komischen Lampe... Ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Er erinnert sich nur an eine rote Lampe und da war alles dunkel. So. 19... 6... 8... 7... Ach, das ist es auch nicht. Hör mir auf. Hör mir auf. Also, wir haben hier noch die Kakerlaken. Die waren nur wegen dem, was wir da gefunden haben, dem Tape.
das haben wir uns angehört. Danach haben wir die Hörner gemalt und dann haben wir die rote Lampe gemalt. Und er weiß nichts von der roten Lampe, aber er hat schon mal gesehen. Es ist dunkel und es ist... Haben wir hier irgendwo eine rote Lampe? Nee, ne? Lampe ist echt die einzige, die mir einfällt. Wir waren ja jetzt auch an mehreren Stationen und das ist halt die einzige rote Lampe. Von dem, was wir bisher offen haben, auf jeden Fall. Wisst ihr, was schlimm ist, wenn ich das Spiel jetzt beenden würde? Dann muss ich wieder total viel machen, weil der speichert nicht da, wo ich aufhöre. Mit der roten Lampe. Was soll ich denn hier machen? Ich kann den nicht öffnen? Ich kann ja hier nichts machen. Das haben wir alles durchprobiert. Das ist ja Quatsch, ne? Aber der muss doch hier... Eigentlich müssen doch hier überall Kakerlaken sein und dann mache ich da ein Foto. Boah, das wurmt mich jetzt. Ich hätte das jetzt hier gerne gelöst, das Rätsel. Gerätselt die Lösung. Ah, Lösung gerätselt. Ist vielleicht auf dieser Kassette hier irgendwas zu lesen? So nicht. Weil die liegt ja voll im Dunkeln. Ich kann auf die Bilder, ich kann auch ranzoomen, ne? So. Nee, ich kann's wegschmeißen. Da steht eine Zahl drauf, bin ich der Meinung. Aber ich kann nicht ranzoomen. Ich habe jetzt so viele Fotos, die ich gar nicht brauche. Oder die hier? Nee. Ellie, Albert. Hier sind halt überall Videokassetten, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass hier irgendwo eine Zahl draufstehen würde. Wobei ich auch nicht, ich weiß ja auch nicht, ob das jetzige Rätsel hier eine Zahl sein soll. Oder die Uhr? Die Uhrzeit? Wenn das in Minuten nehmen würde, dann wäre es doch 10:26, ne? Oder 26:10, je nach Reihenfolge. Das machen wir nur eben. 10:26, 26:10. So, da gehen wir noch eben schnell gucken. Oh, den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ne? Und dann war der Weg vielleicht wieder umsonst. Oh, das will ich nicht.
habe die Hörner fotografiert. Also in Minuten, in Stunden würde das ja nicht gehen. 0226. 10. Wir versuchen erstmal 10, 26 und 26, 10. So, wir wollen das benutzen. 10. Nein. 26, 10. Andersrum wird schneller. 2 6. Auch nicht. Minus 1, 25, 10, 25, also 0, 2, 2, 5. Mei, oh mei, ich musste ausprobieren. 10, 25. Wegen minus 1. Das ist es alles nicht. Na gut, Peebles, wir werden das nächste Mal wieder weiter rätseln. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Fiebert ein bisschen mit, hockt hinterm Monitor und denkt, mein Gott, du bist so doof, du Vollidiot, das weiß man doch, da musst du da. Ja, ich weiß halt nicht. Das ist echt so. Naja, aber vielleicht fiebert ihr ein bisschen mit. Vielleicht wisst ihr ja mehr als ich. Vielleicht wisst ihr auch weniger als ich. Aber vielleicht ist es ja trotzdem interessant mitzurätseln, ne? So, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder nächstes Mal mit dabei seid. Am Start. Wir dieses Rätsel lösen, die Luke aufmachen und den gnädigen, was auch immer da hinter der Tür klopft, ganz zärtlich, ne, wenn wir den rauslassen. Ja, ich glaube, das hat er verdient, der ist da schon eine Weile drin. So, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.